Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Adalhard von Trier und wir wollen heute gerne versuchen, Papst Urbanus so ein Druckmittel abzuschnorren. Wenn wir das nämlich schaffen, dann können wir vielleicht von ihm verlangen, dass er uns einen Anspruch auf den lothringischen Thron gibt. Das wäre ganz nice. Außerdem haben wir gerade eine Bauernrevolte hier unterwegs. Das müssten wir auch noch entsprechenderweise ausnutzen. Und ansonsten müssten wir versuchen, uns ritterlich zu verhalten. Außerdem vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Anspannung abbauen, denn die Anspannungsstufen gehen auch auf die Gesundheit. Die ist momentan noch in Ordnung. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt mit Pound 50 den Löffel abgeben. Von daher erstmal soweit alles. Ja, alles noch so beieinander. Okay, gut. Das macht es jetzt relativ einfach. Papst Johannes, 61 Jahre alt, 28er Bildungswert. Heftigst. Okay, krass. Auch hier bitte noch einmal. Achso, Beeinflussung funktioniert bei dem genauso mies. Okay, dann machen wir nochmal hier Druckmittel fingieren. Chancen sind hier eigentlich auch ganz gut. Und ansonsten gucken wir uns. Oho, Beeinflussung, französische Kultur. Ein Gemeiner von französischer Herkunft wurde in den Straßen von Treveris aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in einer Stellungnahme Partei für ihn ergreife, könnte Graf Louis von Montargis ebenfalls, oder Montargis eigentlich, ne, ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen, von welchem guten Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich, meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu brüskieren. Das ist eine gute Frage, ne? 75 Prestige dafür ist mir eigentlich zu teuer. Ne, wir nehmen lieber die Prestigepunkte mit. So, wir haben ihn einmal positiv beeinflusst, das ist gut. Und dann ist die Frage, versuchen wir es nochmal? Ich würde schon sagen, ja. Und Adalhard wird erwachsen. Ein annehmbarer Unterhändler würde er. Ah, absolut. Apropos. Mal kurz. Nicht du, sondern hier du. Du hast doch noch eine. Da hier. Der Adalhard de Châtenois. Ja, guck mal hier. Der ist auch Wohlgestalt. Das ist toll. Guck mal, wir machen Kind unterrichten. Ja, ich würde auch sagen, dann nimmst du die Mom. Also die ist echt sauber. Okay. Oh, unsere Herzogin ist nochmal schwanger. Und wir kriegen eine Bauernrevolte. Ja, dem hauen wir auf die Mütze. Kein Befehlshaber, okay. Das heißt also, wenn wir die Armee platt machen, müssten wir eigentlich schon gewonnen haben, ne? Stopp. Also wir nehmen jetzt diese Kriegssteuer und es ist ein permanenter Effekt. Werdet ihr gleich sehen. Ne, ihr seht es auch, wir haben fast 2000 Truppen, ne? Ah, wir haben ihn doch noch nicht besiegt, okay. Ja. Ich glaube, nehmen wir Trunkenbold oder... Ja, reuevoll, ich werde das niemals zugeben, ne? Ne, komm, wir werden Trunkenbold. Das passt auch irgendwie, oder? Druckmittel fingieren. Okay. Ich muss ihn verstehen lernen, so gut es irgendwie geht, wenn ich die Leute überzeugen will, sich in kommenden Streitigkeiten auf meine Seite zu schlagen. Bald werde ich die weit wissen. Rängelspiel-Herausforderung. 96% hat Persönlichkeit studiert. 10 Punkte mehr auf die Erfolgschance. Ich bekomme ein misstrauisches Ziel.
Oder ich werde mir Zeit dabei lassen. Das machen wir nicht. Wir nehmen die Ränkespielentscheidung. Okay, alles klar. Und fertig. Auflösen. Warte mal, warum bin ich über der Domänen schwer? Oh, wegen der Anspannungsstufe, ne? Also wegen der Anspannungsstufe bin ich jetzt über der Domänenstufe, ne? Das ist nicht ganz so geil. Die nehmen wir aber noch einen Moment mit. So, wir können Kriege erklären. Zu von unseren Werten, ja. Das schaffen wir noch. Wie lange geht das noch? 2 Monate? Oh ja, komm, das geht. Das kriegen wir hin. Huhu, der nackte Erdbeerschorsch. Okay. Jeder ist irgendwann einmal nackt. Der schwierige Teil ist es, die Truppe Jongleure genau zum richtigen Zeitpunkt in die Gemächer des Papstes Johannes kommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass genug Diener anwesend sind, die über das daraus resultierende Chaos tratschen. Ich nehme an, Johannes würde alles tun, damit ich die sicherlich entflammenden Gerüchte nicht noch zusätzlich anheize. Schick die Gaukler hinein, wir setzen Prestige und bekommen ein schwaches Druckmittel. Beendet das Komplott, okay. Und wenn ich das mache, dann geht das wieder von vorne los, ne? Dieses Komplott startet bei 0. Okay, dann müssen wir jetzt Prestigepunkte ausgeben. Das ist dann leider so. Cool, wir haben das Druckmittel erhalten. Cool. Okay. Und jetzt sage ich Anspruch erbitten. Und jetzt brauche ich 520 Pietät noch. Okay, alles klar. Wo kriege ich die her? Pilgerreise. Wann kann ich wieder eine Pilgerreise machen? Jetzt. Oh, Leute. Vorbereitung der Reise. Safe. Jerusalem, teuer. Vatikan, reicht, glaube ich. Aber die 25 Punkte. Auf nach Köln. Lass mal kurz gucken, wie viel sagt, da brauche ich 500 irgendwas. Dann kommen wir neben Jerusalem. Zeit für die Abreise. Meine Tochter im Jenseits, tot im Kindbett. Oh nein. Das ist schrecklich. Also vom Glück verfolgt sind wir momentan nicht, ne? Wir kriegen 60 Punkte Anspannung, weil wir feige sind. Sind verwundet. Schade. Aber, ah ja, guck mal hier, Pilgerreise, eine unerwartete Begegnung, als ich mich meinem Ziel Jerusalem nähere, auf der Krankentrage oder so, ne, begegnen mir immer mehr Pilger aus allerlei Orten. Ein erkennt mich schon von weitem, Herzog Adalhard, seid ihr das? Was will denn König Louis von Westfranken hier? Die himmlischen Mächte haben uns zueinander geführt. Er wird unser Freund. 30 Jahre lang 30 Meinungen. Oder welch vielversprechende Treffen. Doch ich muss alleine beten. Okay. Nehmen wir mit. Ich meine, das macht uns ja jetzt nicht unbedingt... Okay, der Louis ist beeinflusst. Wir haben das Heilige Land erreicht. Wir erhalten wahrhafte Pilgerreise. Und entschlossener Pilger, okay. So, jetzt hätte ich gerne den Anspruch. Er hält einen starken Anspruch auf das Königreich Lothringen. Jetzt erbitten wir diesen Anspruch. Sehr gut.
Ich werde mich als würdiger Herrscher erweisen. König Balduin verliert 50 Meinung. Wir haben 520 Prestige eingesetzt. Schwaches Druckmittel gegen Papst da, verwendet. Durchgesetzten Anspruch. Da. Okay. Okay. Ja, wir sind noch verschuldet. Was willst du mir damit sagen? Nee, der ist ja unser Hofarzt momentan, ne? Das ist doch okay. Okay, und das wird er momentan nicht annehmen, weil sündhafte Eigenschaften und Grundzurückhaltung. Könnte ihm ein Mündel anbieten. Das macht er dann, oder wie? Dann bildet der den Wenzel aus. Das ist der Sohn von dem Norbert. Meinem General. Mach mal. Jetzt bildet der Papst den Typen aus. Ausgezeichnet, okay. Bringt mir aber keinen Bonus, ne? Pilgerreise, Rückkehr. Ja, Pilgerreise endet, okay. So, wir haben noch Schulden, aha. Und wir sind über der Domänenschwelle. Achso, das kannst du mal ausblenden. Dann würde ich sagen, du unterstützt mich mal bei der Domänenverwaltung. Meine Gute. Okay. Derzeitige Lage. Also wir können Graf Wolfer angreifen, okay. Wir können König Balduin angreifen. Das kostet uns 150 Prestige. Aber wenn wir das noch schaffen, Leute... Er würde unser Vasall werden, dann sind wir König, oder was? Er hat so gut wie keine... Ja, dem hilft ja keiner. Der Georg von Maastricht, der kämpft ja auf meiner Seite. Ja, wir erhalten den Titel Königreich Lothringen. Ihr könnt euch die Kosten dieses Krieges nicht leisten, weshalb ihr folgenden Effekt erleiden werdet. Ruhmmalus 300. Verliert 12 Jahre lang 25 Meinung von uns. Verliert. Die Adeltraut von Poitou ist mir eigentlich vollkommen egal.
ist seine Hauptstadt da. So. Wie sieht's denn mit meinem Sohnemann aus? Erbt er diesen Anspruch? Ja, würde als fallengelassener Anspruch an mein Kind vererbt. Dann haben wir es im Prinzip nicht eilig. Nur, was würde passieren, wenn... Wir sind nicht mehr verwundet übrigens, okay. Winziger Malus. Stur, negiert Abzüge, ja, finde ich gut. Okay, dann lass es mich so formulieren. Wir warten noch ein Jahr und dann gehe ich davon aus, wenn wir das Jahr überleben, dann ist es auch bestimmt, dass wir das schaffen. Wir erhalten bereitwillige Aufgebote. Nice. Wobei auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den Krieg erklären, der ist noch mit dem Jarltum da im Krieg, dann warten wir, bis die den Krieg da beendet haben. Weil sonst kriege ich am Ende noch irgendwelche Probleme hier, ne? Okay. 50 Punkte. Wir müssten noch... wir müssen noch 2 Jahre warten, um das zu schaffen. Anderen Truppen gerade unterwegs. Das sind Aufgebote, ne? Und dann hat er offenbar auch noch Söldner im Einsatz. Das sind deine Truppen, okay. Komm, wir geben alles. Willkommene Verwaltung. Gut. Benachbarte Herrscher gewinnt den Krieg, okay. Krieg gegen Tyrannei von König Ludwig II. Okay. Italien hält hier tatsächlich noch Gebiete. Okay, wir haben nochmal ein Ränkelspiel Lebenswandel und Beeinflussung. Beeinflussung hält Fortschritt, das ist es nicht wert. Einkerkerwahrscheinlichkeit plus 50. Schreckensverfall minus 1000%. Mhm.
Fruchtbarkeit plus 3. Ja, das bringt mir alles nicht mehr so wahnsinnig viel. Die Eigenschaft Folterer. Ja, okay, dann machen wir einfach hier dieses Schreckensverfall minus 1000. So, fast geschafft, Leute. Fast geschafft. Überlebt noch ein bisschen. Dann halt, überlebst du noch ein bisschen. Jagdfanschen, was ist das hier? Eure Diener werden einige geeignete Kandidaten für den Posten des Hofarztes vorstellen. Das brauchen wir nicht unbedingt, ne? Wir haben ja einen Hofarzt. Sich dem Alkohol ergeben. Sich gehen lassen, etwas Anspannung verlieren. Ich weiß nicht. Jagd veranstalten. Wollen wir das nochmal machen oder ist das zu riskant? Kostet ja außerdem einen Haufen Geld, ne? Wir könnten unser Prestige dadurch erhöhen. Ja, wir kriegen das jetzt auch bald hin. Komm, fehlt nicht mehr viel. Gut organisierter Hof. 10 Meinungen durch Herzogin Sophie von Groß Treveris. Aha. Freundlicher Austausch. Philbert von Châtenois gewinnt Meinungen. Das ist der Sohn von Wilhelm von Saarbrücken. Okay. Alter, die ist nochmal schwanger geworden. Ich weiß ja nicht, wie mein Herrscher das hinkriegt, aber ja, ich bin beeindruckt. Okay, dann mittlerweile noch mehr Kriege. Jetzt oder nie. So, da sind wir wieder. Ich habe gerade mich noch, die Anzeige hier stimmt übrigens nicht. Ich habe gerade nochmal das Spiel beendet. Ich habe mit meiner, das vielleicht noch gerade so als kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich habe gerade nach so ein paar Sachen gesucht zum Einkaufen, ne, so was man halt so braucht, so ein paar Handtücher, ein paar Vorratsbehälter und sowas, ne, also so normaler Dödelkram, den ich mir gerne aufgrund der aktuellen Situation liefern lassen möchte, was einfach absolut nur daran scheitert, dass diese Artikel zwar alle online als verfügbar angezeigt werden, aber dann doch irgendwie nicht lieferbar sind. Also ich krieg Wutanfälle, wenn du irgendwie eine halbe Stunde vom Rechner sitzt und das dann so zusammensuchst und dann nachher funktioniert das alles überhaupt nicht. Das ist doch zum Knochenkotzen, wie man so schön sagt, ne? So, hier alle ausheben bitte. Achso, vielleicht machen wir das gerade alles mal so selbst, ne? Wollen wir noch was anderes belagern bei der Gelegenheit? Ja, hier, ne? Wobei, warte mal kurz, das muss nicht unbedingt sein. Machen wir hier mal den Norbert rein. Okay. So ist gut, ne? So sehen wir unsere Truppen gar nicht mehr. Aha, Aufgabe beendet. Was war die Aufgabe? Maastricht hat die Aufgabe. Mehr Kontrolle in den Gemeinden beendet. Okay, geil. Danke. Dann. Lass mich schnell überlegen. Ich grübel gerade. Sekunde.
Aufgebotsgröße, Garnisonsgröße, Kriegsführungswert des Ratsmitglieds. Plus 15%, ja, das ist ganz nice, wenn wir das machen. Kriegsvolkunterhalt minus 20% ist auch gut. Wie wäre es, wenn wir ansonsten mal... Warte mal ganz kurz. Wo haben wir denn... Wollen wir denn niedrige Gemeindekontrolle? Ja, 94 ist eigentlich recht gut, ne? Das ist aber nicht meine Suppe, sozusagen. 99. Also überall, wo es halt nicht 100 ist, ne? Stopp. Also nochmal ganz kurz. Metz, 94. Da. Ja, wir nehmen Bouillon nochmal. Da haben wir doch Kontrolle... In Bouillon haben wir doch Kontrolle verloren. Mehr Kontrolle in den Gemeinden plus 0,7. Monatlicher Zuwachs plus 1. Okay, gut, alles klar. Nun, wir bleiben dran. Binhilde? Nee. Sophie finde ich in Ordnung. Mit 45 hat die noch ein Kind gekriegt. Wir können die noch auf die Schnelle mit jemandem verheiraten, der uns als Bündnispartner, oder verloben zumindest, der uns als Bündnispartner in Frage kommt. Wir können aber auch noch sagen, wir machen eine matrilineare Heirat und suchen halt hier nach, weiß ich nicht, nach jemandem, der besonders gut ist, ne? Maurice von Blois oder irgendwie sowas, ne? Vielleicht finden wir da auch noch einen guten. Gälisch, Piktisch. Fränkisch, der Hungerhorge. Philibert von Châtenois, das könnte incestuös werden, ne? Was ist mit Baldwin von Montargis? Er ist besessen. Hm. Was kann da schon passieren? Jourdain de Medidon. Was erbst du denn? Du hast einen Anspruch auf die Grafschaft von Montargis. Boah, Dude, ey, ich weiß es nicht, ne? Sich jetzt noch mit dem französischen König anzulegen, halte ich mal echt ein bisschen für früh. Okay, Aufgabe beendet. Kultur, dödelödel. Und damit haben wir fränkische Kultur in Bouillon. Das ist auch sehr wichtig. Wer ist hier momentan... Achso, das ist mein gefangener Halbbruder, ne? Ja, Lüttich wäre auch nicht verkehrt. Französische Kultur. Kannst du kaum ernst meinen. Aber okay. Nice, gewonnen. Heftig. Wertvolle Geisel gefangen genommen. Da haben wir ihn. König Balduin. Okay. Katsching. An mein Lehnsherrn, mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Mit Verlaub, Prinz Balduin von Lothringen. Darauf ein Siegeskaffee erstmal. Ich sag mal so, die Einfachheit dieses Unterfangens bestand ja darin,
dass wir relativ schnell diesen Anspruch bekommen haben. Jetzt müssen wir den halten. Das ist jetzt hier. Diese Aufgabe steht ja jetzt aus. Wir haben neue Kriege. Jetzt wird's unterhaltsam. Ratschlag? Söldner? Fragezeichen? Wir gucken mal. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn wir uns mal so überlegen, ich meine so in den 890er Jahren, ne, so ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich werde es nochmal recherchieren. Ich meine, so in dieser Zeit nahmen auch die Kriege mit diesen, oder die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Wikingern entsprechenderweise ab. So, okay. Und jetzt könnten wir halt mal überlegen, ob wir dann auch noch einen unserer Verbündeten mit in den Krieg holen. Vielleicht einen französischen König, der einfach mal nochmal 5000 Truppen locker machen könnte. Ich hoffe, ich habe hier nicht aufs falsche Pferd gesetzt. Zur Sicherheit könnten wir auch noch auf Prinz Carloman setzen. Weil der ist momentan schwer heilbare Wunde, der ist momentan ungesund. Aber du bist der Nächste in der Erblinie, der Yves de Medidon. Das wäre dein Enkel. Der gehört einem anderen Haus an. Das ist der Prinz Karl von Westfranken oder Charles von Westfranken. Lasst uns noch mal ganz kurz schauen. Das könnte sogar, ja, das könnte tatsächlich dieses Reich da vor einige Probleme stellen. Okay, nice. Also, Adalhard der Zweite hat's echt noch geschafft. Sorry, dass ich da nochmal hier ein bisschen Krach machen muss, aber da muss ich ganz kurz mich mal zurücklehnen und genüsslich ein Schlückchen Kaffee süppeln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir können unser Glaubensoberhaupt um Geld bitten. Ja, machen wir. Dann. Wir haben einen Ritter zu wenig. Angeblich. Aber wir könnten ja auch unliebsame Ritter versuchen loszuwerden, ne? Guck mal, Arnaud von Cambrai. Norbert. Ja, warum mag mich Norbert eigentlich nicht mehr? Tapfer gegen Feige, Hinterlist und kurze Herrschaft? Ein Puzzles, okay. Jetzt muss ich mir aber noch eine Sache angucken. Ich fürchte. Moment, mein Rat ist aber noch da momentan. Okay. Titel können geschaffen werden. Wir können das Herzogtum Barois schaffen. Wir können das Herzogtum Augsburg schaffen. Wir können das Herzogtum Steiermark schaffen. Wir können Vasallenbande ändern, ist alles okay. Das mit den wenigen Rittern, das hatten wir ja. Das kann uns Lösegelder bringen, das ist mir vollkommen klar. Wir
können Kriege erklären. Zum Beispiel gegen König Karloman von Italien. Wer erinnert sich nicht daran, als Italien die Königsherrschaft über Bremen und Hamburg ausübte? Das ist echt so witzig, ne? Okay, gut, da oben werden... Aber das ist Italien hier. Da wird Italien geplündert. Das sind unsere Plünderer hier. Das ist Öblond. Den müssen wir auf jeden Fall wegklatschen, klar. Und hier oben... auch. Der ist bei 85 Kriegsstand. Was ist denn dein... Was ist das denn? Upländische Eroberung von Fürstentum Overstricht. Sind da asoziale... Das gehört alles dem Adelbold. Mhm. Okay. Dann die kämpfen auch hier mit. Wir hatten da was besetzt. Okay, die besetzen sich jetzt hier gerade gegenseitig, ne? Kann ich mitleben? So, was willst du? Grafschaft Leibniz. Der Häuptling Bladno Zero. Moment mal bitte. Ja, mein Jüngster ist gerade aufgewacht und wollte schreien. Das ist manchmal echt ein bisschen krass. Okay, also, seht euch diesen Trümmerhaufen an, von dem wir jetzt der König sind. Also das ist tatsächlich, muss ich sagen, die eigentliche Aufgabe ist damit ja noch lange nicht beendet, ja, sondern... Die Aufgabe liegt auf jeden Fall noch vor uns. Was wir jetzt natürlich hinkriegen müssen, ist erstmal, wir müssen diesen Rest von Lothringen natürlich auch irgendwie behalten, ne? Und bei Zeiten auch nochmal unsere Hausmacht ausbauen, das wäre auch noch wichtig. Also, ich meine, klar, die Kriege gegen die Jarle, die gewinnen wir. Ich weiß nicht, wie wir das hier drüben machen. Das ist halt sehr weit weg, ne? Vielleicht versuchen wir es wirklich ein bisschen auszusitzen. Tja, ich hätte ja gerne ein Bündnis mit den Bayern gehabt, ne? Aber können wir da nicht irgendwie noch eine Heirat arrangieren oder so? Wen hast... Ich sehe jetzt auch nicht so, wen... Warte mal, ich habe noch hier... Guck mal, was ist denn mit der Ermagerd? Ja, die will ich aber erstmal nicht mit jemandem verheiraten, der ein Zwerg ist. Und ich will die auch nicht mit jemandem verheiraten, der Popo heißt. Das ist eher unsexy, ne? Guck mal hier. Den könnten wir zum Beispiel mit der Prinzessin Ermagerd verheiraten. Oder mit seiner Sis. Mit der Alberade von Bayern. Okay, müssen wir mal ganz kurz gucken. Hübsch ist sie ja. Rauflustig und fleißig ist sie.
Ein ehrenhafter Empathiker. Ja, also das ist jetzt nicht das Wildeste, ne? Okay, pass auf, wie alt bist du? 5. Ich fände das, glaube ich, in Ordnung, wenn wir die miteinander verheiraten. Wird nicht annehmen. Ah, damn it. Ah, damn it. Ja, dann machen wir mal weg. Was ist, wenn man die Gisela Sighardinger, das ist ein Höfling von uns oder was? Oder wie? Wer sind denn die Eltern? Graf Sieghard von Ansbach? Ich meine, was macht die denn an meinem Hof eigentlich? Ja, der hat da keinen Bock drauf, ne? Ja, also vielleicht kriegen wir uns dann doch noch irgendwann gut gestellt mit den Bayern und vielleicht können wir in diesen Krieg ja... Wir haben doch da drüben auch so einen Verbündeten. Wer ist das denn? Der nicht? Ah, ne, wir haben hier ihn als Verbündeten, ne? Und wir haben noch hier... den Gotthard von Lichtenfels. Ja, also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das ist okay. Ja, ich wollte auch nochmal schauen. Ich muss mal gerade... ganz viele Kriege. Aufgabe beendet und so weiter und so weiter. Warum Aufgabe beendet jetzt eigentlich? Achso, nee, das hatten wir ja schon vorher, ne? Das sind ältere Aufgaben. Ja, ja. Hier beim Einfluss ist noch okay. Ja, und wenn ich hier sage... 36%. I take my chances. Wir können übrigens jetzt noch gerade in unserem Rat... sagen, dass du hier du machst höfische Politik und du ja, bleib mal noch auf der Vasallenmeinung, das müssten wir auch noch sehen, wartet mal kurz, unser Hof der Wenzel, was ist das denn für einer? Ah ja, stimmt, okay. Ja, den kriegen wir vielleicht ja irgendwann mal als Ritter oder so, ne? Wenn wir Glück haben. Ist okay. Dann haben wir noch die Margarete als Gast. Die Margarete ist eine... Ist so eine Mörderin oder so, würde ich mal... Ne? So grob gesagt. Mhm. So, das sind unsere Höflinge. So, wir gucken mal gerade unsere Vasallen. Wir gucken erstmal nach den Feudalvasallen. Ist alles verringert, da wir nicht der rechtmäßige dieses Landes sind. Okay. Mhm. Da muss er nur mal abwarten. Also wir bleiben auf jeden Fall noch bei den heimischen Angelegenheiten. Ja, warte, gib dieses Komplott mal bitte auf. Ich habe übrigens irgendwie auch ein bisschen zu wenig Komplotte genutzt, jetzt gerade so am Ende. Jetzt wäre es tatsächlich sinnvoll, aber jetzt werde ich ja nicht mehr so alt, ne? Weil hier müssen wir ja sagen, Entschuldigung, da bei den Vasallen, ne? Wir nehmen die Feudalvasallen, wir sagen mal zum Beispiel hier Herzog Gunzelin von... Okay, also Herzog Gunzelin von Krain. Da müssen wir natürlich hingehen und sagen,
Warte mal, warum kann ich jetzt hier... Okay. Hä? Okay, gucke ich mir gleich nochmal an. Liegt vielleicht daran, dass ich noch einen Monatstick abwarten muss oder so. Aber gut, okay, gut, dann sehen wir das nachher. Du schickst mir auf jeden Fall jetzt mal gerade die Truppen mit, wo ist mein Logistiker? Du bist das nicht, ne? Wir brauchen einen Logistiker. Ich habe keinen Logistiker. Okay, dann schickst du ihn bitte hier runter. Wir fassen hier die Truppen zusammen. Wir klatschen die Armee von Savoyen weg. Wie kommt Savoyen hier rein? Überhaupt? Savoyen ist verbündet mit... Die sind gleich wieder raus, fürchte ich, ne? Nee. Aostischer Herrschaftsanspruch auf Hochburgund. Okay, gut, ja. Das können wir natürlich nicht erlauben, ne? Okay. Dann sagen wir hier auch bei der Gelegenheit direkt nochmal alle ausheben, damit wir das nicht vergessen. Dann warten wir, bis du hier alle ausgehoben hast. 13 Tage fehlen, ist okay, das kriegen wir hin. Laufen wir runter, hauen den weg. Belagern auf die Schnelle Savoyen und Aosta. Vielleicht noch Montferrat, ich weiß es noch nicht. Holen uns Kohle und Prestige. Und dann gucken wir weiter. Und im nächsten Teil gibt's mehr. Bis dahin sage ich, macht's gut. Pax Vobiscum Valete. Ich check bis dahin auch nochmal, ob ich alles zu diesen Wikinger-Überfällen da gesagt habe.